Willkommen zu Folge 3 unserer Reihe. Heute geht es um das Leben auf der Kirmes oder auf dem Gläschen, wie man in Lemgo sagt, oder der Sens, wie man in Münster sagen würde. Eine Frau kommt mit ihrem Zoo auf Rädern in den frühen Jahren nach der Jahrhundertwende ganz groß raus. Dora Friese. Sie ist eine besonders starke Frau, die es mit wilden Tieren aufnehmen kann. In einer Zeit, in der viele Frauen nicht mal einen Beruf ausüben dürfen, wird Dora Friese eine der größten Domptösen ihrer Zeit. Ihre Spuren reichen bis in die Gegenwart. Als Dora Friese lebte, um 1900, sieht es auf den Jahrmärkten im Land noch ein bisschen anders aus als heute. Damals gibt es hier neben Essbuden und Fahrgeschäften auch schauspielerische Darbietungen von ArtistInnen, JongleurInnen und DompteurInnen. Auch die sogenannte Wandermenagerie oder die Zoos auf Rädern sind Anfang des 20. Jahrhunderts eine beliebte Attraktion auf Jahrmärkten. Dora Friese reist ab 1903 mit wilden Tieren durch die Republik und macht sich bald als Raubtierbändigerin einen Namen. Ich frage mich, wie wird diese so beeindruckende Frau während ihren Lebzeiten wahrgenommen und wie ist es als Schaustellerin heute? Hier in ihrem Haus in Lemgo verbrachte Dora die Winter und die letzten Jahre ihres Lebens. Hier beginnt heute meine Spurensuche. Ich treffe nämlich Doras Enkelin Leni. Wie ihre Großmutter war auch Leni ihr ganzes Leben lang Schaustellerin. Hallo, ich bin die Leni. Leni, schön. Ja, das ist mein Zuhause. Die 74-Jährige blickt auf 55 bewegte Berufsjahre zurück. Wie früher ihre Oma Dora hat sich Leni in der Altersresidenz ihrer Großmutter in Lemgo zur Ruhe gesetzt. Heute ist hier auch das Lager der Schaustellerfamilie. Irgendwo müssen wir die Sachen ja unterbringen, nicht wahr? Was verbindest du mit diesem Ort? Weil das ist ja schon ein bisschen Historisches, aber auch Neueres, das zusammenkommt. Ich kenne das nicht anders seit Kindertagen. Und ich bin hier auch zur Schule gegangen und Teil. Wenn meine Eltern unterwegs waren, dann war ich hier bei der Oma. Die hat dann auf mich aufgepasst. Ne? Und die Oma, das war die Dora? Das war Dora. Während Lenis Vater Sam, Doras jüngster Sohn, in den 1950ern mit Menagerie und Schießständen auf Reisen ist, bleibt Leni in Lemgo, verbringt hier große Teile ihrer Kindheit. Wie hast du sie wahrgenommen als Kind? Was war das für eine Frau? Meine Oma war sehr reell und sehr geradlinig. Wenn grün war, war grün, aber wenn rot war, war auch rot. Was heißt das? Das heißt das, ja, die war dominant. Und sehr geradlinig, genau. Okay. Fandest du das gut als Kind oder dachtest du... Ja, manchmal hat mich das auch gestört, nicht wahr? Wie so Kinder halt sind. Ne? Aber in der heutigen Zeit denke ich, na ja, die hat doch wenigstens eine Linie gehabt. Nicht? Also so dazwischen gab es nichts. Hast du das Gefühl, die hat dich geprägt in irgendeiner Form? Ja, in manchen Sachen hat sie mich geprägt. Zum Beispiel? Ja, zum Beispiel auch, sagen wir mal in der Schule, man muss sich ein bisschen hervortun. Nicht, dass man denkt, ach, die sind von der Kirmes, die können nicht lesen und nicht schreiben. Nicht wahr? Da hat sie doch sehr drauf geachtet. Vieles hier erinnert noch an die große Domptöse. Dora verbringt schon in ihrer aktiven Zeit die Winter in diesem Haus. Die Eisbären, Schlangen und Affen hält sie in dieser Zeit auf ihrem Grundstück in Lemgo. Ja, hier waren früher die Affen untergebracht und die Krokodile. Okay. Ab und zu ist schon mal einer abgehauen. Schön hier. Ja, der, lass es dir schmecken. Bei Kaffee und Kuchen werfe ich mit Leni einen Blick in die Familienalben und tauche ab in das aufregende Leben ihrer Großmutter. Dora Friese wird 1883 als Dorothea Seewald im mittelfränkischen Fürth geboren. Die Familie reist mit einem Kasperletheater von Jahrmarkt zu Jahrmarkt. Dora wächst im Wohnwagen auf, gewöhnt sich früh an dieses Nomadenleben. 1903 heiratet sie den über 20 Jahre älteren Emil Friese, der mit einem Zoo auf Rädern durchs Land tingelt. Schnell steigt Dora in die Menagerie mit ein, entwickelt bald ihre eigenen Tierschauen. Als unerschrockenste Löwen- und Leopardendomptöse der Welt bereist Madame Friese die großen Jahrmärkte von Herford bis Herne, Soest bis Werne und weit über Westfalen hinaus. Für mich klingt es wie eine krasse feministische Vorreiterin. Würdest Richtig. Du sagen, das ist eine Richtig. Feministin? Ja, das würde ich in der heutigen Zeit sagen, ja. Sie war ihrer Zeit eigentlich um Jahre voraus. Das ist ja nun schon 70 Jahre her, wo sie das erlebt oder gelebt hat, nicht wahr?
Das ist ja in der heutigen Zeit erst in ihrer Generation, also 70 Jahre später, dass die Damen so ein bisschen präsenter werden. Im Mikrokosmos Kirmes haben Frauen schon länger mehr zu sagen als im Rest der Gesellschaft. Im Alltag muss jeder und jede mit anpacken. Besonders bei der Dressurschau stehen Frauen im Rampenlicht. Hier wird mit Geschlechterklischees gespielt. Die Domteusen treten, untypisch für Frauen zu der Zeit, besonders furchtlos und dominant auf. Und so wird auch Dora damals für ihre Unerschrockenheit und Stärke umjubelt und verehrt. Was war die Aufgabenverteilung zu Dora? Meine Großmutter hat ihre Tiere immer selber gefüttert und die Ställe sauber gemacht. Das hat sie immer selber gemacht, weil da kann man keinen anderen reintun. Würden Sie denn als Fremder in so einen Löwenkäfig reingehen und würden den da sauber machen? Also nee. Da waren da welche, die mussten auf- und abbauen. Und wenn das Geschäft offen war, ein bisschen dort Handhaltung machen. Aber das Grobe, die Vorstellung, das hat sie selber gemacht. Das bin ich hier. Ja. Okay. Dora war ja auch Mutter und hatte zwei Söhne. Was hat sie während der Arbeit gemacht? Da hat jemand aufgepasst drauf. Aber es gab trotzdem eine klare Rollenverteilung. Der Vater würde sich jetzt nie darum kümmern. Nee, der hatte solche Sachen haben die damals nicht gemacht. Dora ist es, die sich kümmert. Um die Tiere, die Shows und dazwischen um Kinder und Enkel. Trotzdem tourt sie mit Zirkus und Varieté durch Russland und Schweden, erhält Auszeichnungen von Kaisern und Königen wie etwa dem russischen Zaren. Wie sie in Russland war, war das ganz schön schwierig. Da haben sie ihren Mann inhaftiert und sie kriegte ihn nicht mit raus. Sie wollte wieder nach Hause. Das ging aber nicht. Sie musste ihren Mann einlösen. Da musste sie ihre ganze Gage opfern. Da hat sie also monatelang umsonst gearbeitet. Das Geld musste da bleiben, weil der Erste Weltkrieg ausgebrochen war hier in Deutschland. Und dass sie wieder zurückkam. Und sie war froh, dass sie ihre Viecher wenigstens mitnehmen konnte. Den Erzählungen nach ist Dora noch bis ins hohe Alter ein ganz besonders harter Knochen. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges stellt sich die ältere Dame in ihrem Garten US-Streitkräften in den Weg. Dass die Amerikaner ohne zu fragen ihren Grund und Boden betreten, findet sie unhöflich. Ein Schuss fällt. Die Kugel landet in Doras Hüfte. Von da an humpelt sie durchs Leben. Als 76-Jährige fällt ihr Daumen dem Holzhacken zum Opfer. Sie wehrt sich gegen jegliche Art von Betäubung und so wird ihr der Daumen bei vollem Bewusstsein wieder angenäht. Als 80-Jährige steht sie noch auf der Leiter und streicht die Fassade ihres Hauses. Ein Jahr später schläft Dora Friese friedlich ein. Sie bedeutet dir viel. Ja, nun, das ist ja, wenn man in so einer Familie aufwächst, ist es ganz normal, dass man sich da auch mit identifiziert. Also du würdest sagen, du identifizierst dich mit der starken Rolle deiner Oma? Richtig, überhaupt, ja. Und auch mit unserer Schaustellerei, das liegt mir doch sehr am Herzen. Mhm. Wir leben unsere Kirmes sozusagen. Ja, leben und lieben. Ja. Leni ist in die großen Fußstapfen ihrer Großmutter getreten und hält so den Geist von Dora weiter am Leben. Doras Spuren ziehen sich bis in die Gegenwart, denn jetzt kommt's, auch die Enkelin von Leni, also die Ur-Ur-Großenkelin von Dora, ist Schaustellerin. Sie ist 18 Jahre alt und hat dieses Jahr das erste Mal ihren eigenen Glühweinstand auf der Lemgoer Weihnachtskirmes. Und hier suche ich sie jetzt mal. Na, klar. Das, was für Dora Friese damals die Schaubude war, ist für ihre Ururenkelin Kathleen Hart heute dieser traditionell handbemalte Ausschankwagen. Hier gibt's selbstgemachten Eierpunsch, Glühwein, Bier und Longdrinks. Und ich darf heute mal mit anpacken. Ich habe hier drei Zapfhähne, das ist Apfelpunsch, Glühwein, Kinderbunsch. Das macht 3 Euro, bitte. Noch ein bisschen. Stopp. Nimmst du dir da so einen schwarzen Schräum, schickst den rein und dann 5 Euro. Danke dir. Einfach. Super, war schön. Da stehen wir von 11 bis 1 Uhr, 2 Uhr. Wenn du den ganzen Tag stehst und dann abends musst du auf Hochtouren laufen, ist das dann halt auch, dass du das schon in den Knochen merkst, über mehrere Tage. Kathleen managt den Laden und das dreiköpfige Team. Ist immer die erste und die letzte, die geht. 10 Euro bitte. Hier in Lemgo liegen noch 3 anstrengende 14-Stunden-Tage vor ihr.
bei Temperaturen knapp über Null. Ich habe hier früher schon drin gestanden, ich habe auch meinem Opa gespielt. Opa, ich möchte mal mitmachen. Und das ist halt alles. Also als kleines Kind bist du halt unwahrscheinlich neugierig, was das hier angeht. Ne? Die Schulsituation bei Kirmeskindern ist ganz besonders. Die sogenannte Stammschule befindet sich im Heimatort. Während der Saison wechseln die Kinder die Schule je nach Standort der Kirmes. So lernen sie natürlich auch immer wieder neue MitschülerInnen kennen und machen dabei ganz unterschiedliche Erfahrungen. Es ist halt immer Freude bei den anderen. Oh, das Kirmeskind ist da, das Kirmeskind ist da. Aber das ist immer, cool? Ja, da bist du halt immer was Besonderes. Aber es gibt auch welche, die sagen, ja, scheiß Kirmeskind. Also es ist genau, du bist halt nicht immer gerne gesehen. Nach Ende der Saison, im Winter, wird das Nomadenleben unterbrochen. Kathleen wohnt also während der Weihnachtskirmes in ihrem Elternhaus in Herford. In der Hauptsaison, zwischen März und Oktober aber, ist sie on the road mit ihrem eigenen Wohnmobil. Würdest du sagen, das ist dein Traumjob? Als kleines Kind hätte ich Nein gesagt. Heute hätte ich ehrlich gesagt ja, weil ich mir in meinem Leben eigentlich nichts anderes vorstellen konnte. Kathleen ist inzwischen in mindestens siebter Generation Schaustellerin. Ihre Familienhistorie reicht bis ins 18. Jahrhundert. Und schon zu Doras Zeiten bildet sich ein gewisser Schaustelleradel heraus, der auf der Vererbung des Gewerbes an die Nachkommen beruht. Hast du manchmal gestruggelt damit, dass du dieses Erbe hast? Also du meintest ja, du willst stolz machen. Ja, es ist halt manchmal so, dass du halt eine große Last auf den Schultern hast, in Anführungsstrichen, indem man halt alles stolz machen möchte. Man möchte allen recht machen. Nur das kommt dann Step by Step, dass du dir mehr Verantwortung auch zutraust. Ist es dann manchmal so, dass du das Gefühl hast, boah, die nehmen mich nicht so ernst? Weil ja, unwahrscheinlich, weil ich halt noch sehr jung bin. Und dann kommen öfter halt auch mal ein bisschen ältere Menschen und sagen dann, ja, in deinem Alter habe ich erst schon. Dann kommt halt auch öfter mal der Spruch, da möchte ich mit der Chefin sprechen. Und in dem Moment bin ja nun mal leider ich die Chefin. Ich rechtfertige mich natürlich, weil alles hat seinen Grund, warum ich das mache. Und das kann ich den Leuten auch gerne erklären. Da habe ich kein Problem mit. Ich habe gesagt, ich kann das, ich schaffe das alleine. Was haben andere auch geschafft, warum soll ich das nicht schaffen? Während sich ihre Uroma also vor 100 Jahren in der Schaubude behauptet, tut Kathleen das heute hinter der Theke. Ich muss sagen, ich ziehe den Hof von meiner Oma, dass sie sich das getraut hat. Dora hat immer gesagt, ich muss was anders machen. Ich will keinen Mann brauchen, ich will alles alleine können. Und ich will auch was beweisen in der Welt. Ich will denen zeigen, dass es auch anders geht. Ich bin zum Beispiel auch nicht das typische Schaustellermädchen, das sagt, nee, ich heb das nicht. Ich sage auch, gut, alles klar, geht nicht anders, packe ich mit an. Doras Enkelinnen beweisen, obwohl es harte Arbeit ist, die Kirmes ist ein großes Fest mit ganz eigenen Regeln. Und die Friese-Frauen sind mittendrin und rocken das Business, vor und hinter den Kulissen. Und halten so eine traditionsreiche Zunft weiter am Leben. Kathleen hat sich mit gerade mal 18 für diesen Weg entschieden. Das hat sicher auch was mit ihrer Ururgroßmutter Dora zu tun, die zu einer berühmten Domteuse aufstieg und sich von nichts und niemandem beirren ließ. Könnt ihr euch vorstellen, auf der Kirmes zu arbeiten und zu leben? Schreibt mir mal in die Kommis. Und vergesst natürlich nicht, uns zu folgen. Und klickt hier oder hier, wenn ihr Bock auf Folge 1 und 2 der Westfälinnen habt. Ciao!